sicher bin, dass dein eigenes Wissen hier von den Grenzen meines Ratschlags sprengt. Angelo! Aber, um die Wahrheit zu sagen, lieber weise und frei als dumm und gefangen. Was habt ihr verbrochen? Siehst du es denn nicht? Du bist schwanger. Unzucht wird's genannt, wenn man sich liebt. Also Mars und Mars handelt von folgender Geschichte. Der Herzog von Wien begibt sich auf Reisen. Wirklichen Grund benennt er nicht für seine schnelle Abreise, aber er benennt einen Statthalter. Dieser Statthalter ist Angelo. Angelo ist ein sehr angesehener, tugendhafter Mann. Und dieser Angelo entscheidet sich, dass es dringend an der Zeit ist, in Wien wieder für mehr Zucht und Ordnung zu sorgen. Das ganze Stück spiegelt natürlich irgendwo auch, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch haben, eine starke Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen Werten und den Normen auf der anderen Seite. Da einmal mal die Werte zwischen, in dem Stück waren es jetzt Claudia und Julia, die durch Liebe ein Kind gezeugt haben, aber die Normen, die Gesetzgebung geben das nicht her und dann entstehen dadurch natürlich Konflikte, solange man das nicht anpasst. Gegrüßet, Jungfrau! Wenn ihr noch eine seid. Doch eure toten Wangen zeigen, dass ihr eine seid. Der da, der hat's mit ihr gemacht, noch bevor sie verheiratet waren. Du Hund! Du Gaul! Was wäre, wenn der höchste aller Richter euch richten würde? Wir haben uns ausgehend von verschiedenen Themen an das Stück herangearbeitet. Im Zentrum steht zum einen das Thema Macht. Die Frage somit, was passiert mit Menschen, wenn ihnen die absolute Macht zugesprochen wird oder aber wenn ihnen auch die absolute Macht abgesprochen wird. Und damit verbunden haben wir gemerkt, dass Maß für Maß ein Stück voller Charaktere ist, die widersprüchlicher nicht sein können. Licht spielt eine ganz besondere Rolle, was die Atmosphäre angeht. Wir haben es auch ganz stark gemerkt, ich habe mir einen Durchlauf angeschaut, komplett mit Arbeitslicht, mit dem Bühnenbild. Und dann haben wir das Licht mit dazu genommen und es hat einfach wesentlich mehr Atmosphäre gebracht. Man kann auch punktuell Sachen hervorheben, besonders machen. Und bei diesem Stück ist es halt sowieso schon besonders, dieses Bühnenbild. Und das kann man noch mehr in Szene setzen. Morgen muss dein Liebster sterben, Julia, und ich gehe nun, um ihm beizustehen. Dir, Kind, rate ich, dankbar zu sein, deine Rolle anzunehmen und zu bereuen. Komm mit mir, Julia. Der fromme Angelo. Die Kleiderordnung der Hölle ist gemein. Sie hüllt auch den widerlichsten Leib in einen Anzug. Dann könnt sogar die Gnade in Person zu meinen Kameraden. Das wird sie gern, mein Herr, das wird sie. Ins Gefängnis mit ihr. Euer Ehr, das ist kein Ort für mich. Ja. Maß für Maß muss man gesehen haben, weil es so viele lustige Szenen gibt, auch kritische Szenen. Und dieses Schwarz-Weiß, das eben alles so paradox ist, ganz arg aufzeigt. Und weil man dieses Bühnenbild gesehen haben muss. Am 30. Januar ist Premiere. Okay. Wie viel Uhr? Wo? 20 Uhr. Hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim im großen Saal.